Aber er kommt damit. Das Leben von uns ist durch die Öffnung gemacht. Nee, auch so ein Spülwasser. Ja, ein Casinoamt. Wenn du dich auch so hast. Die Zeit arbeitet eben für uns. Natürlich. Ah, hallo Dave. Hast du Johnny gesehen? Ja. Wo steckt er? Ich muss es wissen, Dave. Ich habe ihm meine Stiefel geborgt. Ich brauche sie. Wo ist er? Auf dem Grund des Kanals. Du meinst, es hat ihn erwischt? Tak, tak, über Calais. Sauber abgesprungen, aber sein Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Dann bist jetzt du der Letzte in der Staffel, Dave. Ich meine von dem alten Haufen von 1940. Das Bedrückendste daran, einer von den wenigen Alten zu sein, ist, wie wir immer weiter weniger werden. Tja, armer Johnny. Ich, dass es gerade jetzt passieren muss. Früher oder später, was spielt das? Er hat schließlich die Schlacht um England durchgestanden und all das genau wie du. Und jetzt, wenn wir heute Nacht endlich am Drücker sind, wird er nicht mit dabei sein. Hör mal, willst du nicht aufhören, von ihm zu reden? Ja, natürlich, entschuldige. Übrigens, was ist mit heute Nacht? Irgendwas gehört? Nein, nein, gehört habe ich nichts. Was redest du dann für ein Zeug? Weißt du, ich... Na, raus damit. Ich habe das Gefühl, dass es heute Nacht losgeht. Ich spür's. Gefühl. Lade deine Gefühle woanders ab. Ich muss noch einen Brief schreiben. Ich habe dieses Gefühl, seit ich heute Morgen aufgewacht bin. Und ich werde es den ganzen Tag nicht los. Ich kann's nicht abschütteln. Heute Nacht. Ich weiß es. Na schön, heute Nacht. Passt mir gut. Heute Nacht, heute Nachmittag, jetzt! Ich meine, sobald ich mit dem Bier fertig bin. General, haben Sie eine Minute Zeit für mich? Natürlich, wenn. Kommen Sie rein. Danke. Trinken Sie einen Kaffee mit? Nein, vielen Dank. Ich brauche Nachmittagskaffee. Regnet es noch? Mal mehr, mal weniger. Manchmal frage ich mich, auf welcher Seite Gottes stehe. Was? Ich habe gesagt, manchmal frage ich mich, auf welcher Seite Gott steht. Eine interessante Frage. Was haben Sie auf dem Herzen, Ben? Ich mache mir Sorgen über die Lage unserer Absprungzone. Ja, und? Ich weiß, es ist jetzt verteufelt spät, um etwas Neues vorzubeugen, aber die Nuss, die Sie mir verpasst haben, ist kaum zu knacken. Jedes Mal, wenn ich versuche, sie zu knacken, wird sie nur noch härter. Ich mir denken. St. Mary-Glise sperrt die einzige Straße, die die Deutschen benutzen können, um uns in die Nordflanke zu fallen. Deshalb muss es genommen werden. Und es muss gehalten werden. Deshalb habe ich Ihnen diese Aufgabe gegeben. Kann ich mal Ihre Tafel benutzen? Bitte. Hier ist die Stadt. Stark befestigt. Hier unten ist das von den Deutschen überflutete Sumpfgelände. Und dazwischen, 6 Kilometer von der Stadt entfernt, liegt unsere Absprungzone. Wenn nur eine Kleinigkeit schief geht und wir zu früh springen, landen wir im überfluteten Gelände und versinken im Schlamm. Springen wir etwas zu spät, dann kommen wir wie die Tontauben mitten auf dem Marktplatz von Sainte-Mère-Église runter. Deshalb habe ich meine Leute hier in der Gegend noch Absprünge aus geringer Höhe üben lassen. Ich habe davon gehört. Ja, ich habe eine Beschwerde bekommen vom Stadtrat von Bex Hall. Offenbar sind ein paar von ihren Männern über die Absprungzone hinweggetrieben worden und in der Stadt gelandet. Sie haben Angst und Schrecken unter der Bevölkerung verbreitet und den ganzen Verkehr lahmgelegt. Das stimmt, Sir. Ich bin dabei gewesen. Ein plötzlich auftretender Seitenwind hat uns immer nur so über die Baumkronen hinweggefegt und über ganz Bex Hall verstreut. Wo sind Sie denn runtergekommen? In einem friedlichen Klostergarten. Machen Sie sich's bequem, Ben. Die letzten paar Monate sind für uns alle eine üble Schinderei gewesen. Ich habe gehört, Sie haben Ihr Bataillon und sich selbst hart drangenommen. Fast ohne Pause.
Wir stehen kurz vor dem Tag X, Ben. Ich glaube, Sie sollten es sich jetzt etwas leichter machen. Und den Männern auch. Manchmal gilt für die Truppe das Sprichwort, allzu scharf macht schachtig. Und manchmal gilt es für einen Kommandeur auch. Tja, für den Fall, dass nochmal eine Verzögerung eintritt, bitte ich um die Genehmigung, eine andere Absprungzone beantragen zu dürfen. Okay, machen Sie es schriftlich. Beantragen Sie es offiziell, das ist Ihr gutes Recht. Aber zu Ihrer Information, Ike hat für heute Abend im Southwick House eine entscheidende Besprechung angesetzt. Wenn es losgeht, haben wir grünes Licht um 9.30 Uhr. Wie sind die Chancen? Besser als 50-50. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe, General. Ich habe das beste Bataillon der Division und es ist topfit. Hier ist er, Sir. Der letzte Bericht. Southwick House, Sir. Hier ist Deck. Yes, Sir. Die neue Wetterfront zieht viel schneller herauf, als wir dachten. Yes, Sir. Eine wesentliche Besserung. 9.30 Uhr. Ja, Sir. Möchten Sie noch etwas Tee, Sir? Kaffee, aber machen Sie ihn stark. Bitte. Einen Augenblick, Herr Oberst. Warum man den nicht längst vor den Kriegsweg gestellt hat? Ja, zunächst mal hat er 132 Flugzeuge. Hallo, Pips, alter Junge. So, dann komm mal bloß nicht auf die Tour. Pips, mein alter Junge. Mein lieber Herr. Du warst ein hundsmiserabler Flieger, als wir zusammen in Russland waren. Jetzt kommandierst du zwar einen Schreibtisch, aber du bist immer noch ein hundsmiserabler Flieger. Wie bitte? Was sagst du da? Ich wollte dir nur sagen, dass ich hier auf diesem völlig leeren, gottverlassenen Flugplatz bei Lille sitze. Nur noch mit zwei Maschinen. Mit zwei armseligen Mühlen. Oh, ja, ja, ja. Deine Befehle wurden genau ausgeführt. Das heißt, meine drei Gruppen schwirren jetzt weiß Gott wo herum. Bodenpersonal, Gerät, alles ist mit den LKWs unterwegs. Da kannst du mir vielleicht verraten, was ihr noch soll. Also nur hör mal zu, Pips. Wir mussten unser Kampfgeschwader auseinanderziehen. Wir mussten. Sieh dir bloß mal an, was sich in den beiden letzten Nächten auf den Flugplätzen am Pas-de-Calais getan hat. Dieser ganze Einfall ist doch heller Wahnsinn. Wahnsinn, sag ich dir. Ihr verlegt die Abteilungen nach hinten anstatt nach vorne. Naja, ich weiß auch, dass das Wetter scheußlich ist. In dieser Brühe werden sie kaum mit ihrer Invasion rüberkommen. Ja, was passiert, wenn sie es doch tun? Werden wir verlegen, hä? Du weißt doch verdammt genau, dass ich mit meinem Gerät den neuen Raum nicht von morgen oder übermorgen erreichen kann. Oh Mensch, ihr seid ja alle verrückt. Ihr seid doch vollkommen bekloppt, Mann! Dieser Briller war schon immer ein Hitzkopf. Soll ihn nicht unterschätzen. Was er sagt, ist schließlich nicht unlogisch. Wie ist der letzte Wetterbericht? Leichte Besserung im Kanalgebiet, Herr General. Ich würde mich nicht wundern, wenn... Wann kriegen wir die nächste Wettermeldung? Heute Abend um 8, Herr General. Legen Sie mir den Bericht sofort vor. Und meinen Tisch fürs Abendessen... Habe ich reservieren lassen, Herr General. Dann bestellen Sie wieder ab. Haben Sie sie? Jawohl, natürlich. Geben Sie mal her. Schuhe. Für meine Frau. Habe ich extra in Paris anfertigen lassen. Für ihren Geburtstag. Morgen. Am 6. Juni. Ergebensten Glückwunsch an die junge Frau, Herr Feldmarschall. Danke Ihnen, Spalter. Ich verstehe nicht, warum die nicht den Mai angegriffen haben. Die Wetterlage war genau richtig. Gezeiten ebenfalls. Und jetzt? Es wäre allerdings unangenehm, wenn sie ausgerechnet jetzt kämen. Fahren Sie los. Aber ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen.
Haben wir General den Plan fertig? Ja, ja, so ziemlich. Ziemlich fertig. Kriegsspiele. Theoretische Invasionen. Ach, und dafür der weite Weg nach Rennes, um auf einem Tisch kleine Fähnchen herumzuschieben. Mit anderen Generälen. Die Invasion im Sandkasten. Gewinnen oder verlieren, Herr General? Habe ich schon mal verloren? Ich meine nur, weil Herr General doch diesmal die Rolle von Eisenhower spielt. Ich gewinne, weil ich